It's a kind of magic. Hey! For the longest time, I wouldn't talk about it. Es gibt eine schöne Geschichte. Keine Ahnung, wie das weitergehen wird. It goes like this. Pop Secret. Hey! Das Radio 1 Pop Quiz. Im Business meines Vaters ist eine gewisse Disziplin erforderlich. Das habe ich bereits in jungen Jahren verstanden. Allerdings fand ich es ein wenig übertrieben, dass er mich Anfang der 90er Jahre gleich in ein Schweizer Internat steckte, nur weil ich mit ein paar Kumpels mal wieder einen über den Durst getrunken hatte. Meine Eltern waren damals bereits geschieden. In Le Rosé war ich umgeben von den Abkömmlingen des europäischen Hoch- und Geldadels. Mein Dad hat in seinem Job jede Menge Kohle verdient. Deshalb konnte er sich die Eliteschule für seinen ungezogenen Sprössling leisten. Für mich war die Zeit in der Schweiz allerdings ein absoluter Albtraum. Der einzige Hoffnungsschimmer war der einzige andere Amerikaner auf dem Internat, Orbert Hammond Jr. Mit dem Sohn von Orbert Hammond Sr. verbrachte ich meine Zeit in Le Rosé. Wir konnten damals nicht ahnen, dass wir nur ein paar Jahre später in einer gemeinsamen Band spielen würden. Dass Musik ein wichtiges Element in meinem Leben sein könnte, das spürte ich das erste Mal, als mir der neue Mann meiner Mutter, Sam Adokay, ein Tape mit Doors-Songs in die Schweiz schickte. Davor hatte ich meine Ohren mit Phil Collins gequält. Das Doors-Tape war meine Rettung in Le Rosé. In meinem Zimmer spielte ich es hoch und runter und hörte dabei auf jedes einzelne Instrument und auf jede Textzeile. Mit den Doors hatte ich meine ganz persönliche Matrix für das Songwriting entdeckt. Ohne das Tape hätte ich vielleicht ein paar Jahre später The Strokes nicht gegründet. Und mein Vater hätte keinen Grund, stolz auf seinen Sohn zu sein, wie er heute in Interviews verrät. Früher hatte er nur Grund, stolz auf sich selbst zu sein. Schließlich hatte er es in seinem Business weit gebracht. Aber in welchem Business eigentlich? That's it! Pop Secret. Tag für Tag.